Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir einen Tag im Juli planen und dazu nehme ich Honeybee Sticker von Design Lovely Studio. Wie du schon sehen kannst, nutze ich dafür mein iPad Pro, 10,9 Zoll hat das, den Apple Pencil und von Design Lovely Studio die Sticker. Alles findest du unten in der Infobox verlinkt, auch den Planer, den ich nutze und den Überblick, den ich in dir in einem anderen Video schon gegeben habe, was du mit diesem Planer alles machen kannst. Jetzt schauen wir uns erstmal die Sticker von Design Lovely Studio an. Und du siehst schon, hier gibt es eine ganze Menge Sachen zu entdecken, eine ganze Menge Sticker, die in dem Set sind, dass du auf Etsy kaufen kannst. Das Schöne ist, du brauchst sie nicht nur für den digitalen Planer nutzen, du kannst sie auch ausdrucken und zum Beispiel mit deiner Silhouette schneiden lassen und dann kannst du die auch in deinen Planer kleben, wenn du zum Beispiel ein Bullet Journal hast oder einfach einen normalen Planer, einen normalen Lebensplaner, kannst du die auch nutzen. Ich schnapp mir jetzt erstmal die Nummer 9, weil heute ist der 9. Juli und das schneide ich jetzt hier mal aus. Also ich gehe mit dem Lasso-Tool einmal drumherum, mache dann Take Screenshot, also einen Screenshot machen und dann klicke ich auf Kopieren. Jetzt habe ich das in der Zwischenablage, gehe wieder in meinen Planer zurück, tippe irgendwo hin und sage Paste. Und dann habe ich es auch schon in meinem Planer drin. Jetzt kann ich das vergrößern, verkleinern. Und wenn ich Crop wähle, dann kann ich das auch schneiden. Dann mache ich das kleiner, sodass es möglichst wenig Weiß drumherum hat. Dann kann ich auch ein paar Sticker übereinander lagern. Also ich finde das immer ganz schön, da es ja hier kein PNG gibt. Wenn ich jetzt ein PNG hätte, wäre das natürlich noch besser. Dann wären auch an den unteren beiden Ecken die weißen Stellen weg. Aber so, naja, so geht's auch. Ich könnte das vorher in einem Programm machen, aber ganz ehrlich, es ist auch sehr aufwendig, ne? Jeden einzelnen Sticker ausschneiden und dann halt den als PNG abspeichern, muss man nicht immer haben. Also wenn du das mal machen möchtest, klar, aber so ganz generell muss das nicht unbedingt sein. Dann mache ich das so, zweitbeste Lösung. Ich nehme das Lasso-Tool noch einmal, gehe einmal um das Element rum, was ich haben möchte, in dem Fall diesen Sticker Just Keep Being You. Und ich finde, das Set ist richtig toll, ne? Ist richtig toll gelungen von den Farben und auch von den Elementen, die enthalten sind und die süßen kleinen Bienen. Ich finde das toll gelungen. Ja, wieder oben rechts klicken, teilen, kopieren. Ist in der Zwischenablage und sobald es da drin ist, kann ich wieder in den Planer gehen, einfach reintippen und Paste klicken. Und nicht zu vergessen, Crop, ja, Crop geht nur einmal. Wenn du das jetzt nicht erwischt hast, dann musst du das nochmal löschen und wieder einfügen. Dann geht es natürlich auch wieder. Ist ja auch kein Problem, ist ja digital. Kannst du das so oft machen, so oft benutzen, wie du magst. Das ist natürlich das Gute daran. Ja, ich mache das jetzt kleiner und versuche beide Seiten zu füllen. Also, was für den einen oder anderen ein Vorteil sein mag. Ich muss ehrlich gestehen, auf meinem Weg hier zu dem July-Spread für den 9. Juli stelle ich fest, dass ich so viel gar nicht habe, dass ich zwei Seiten für einen Tag damit füllen kann. Also habe ich das Ganze ein bisschen ausgeweitet und einfach noch ein bisschen mehr gestaltet. Also es funktioniert schon und wenn nicht, ich könnte ja auch einfach eine Seite leer lassen. Ja, du siehst schon, vom Prinzip her mache ich jetzt immer dasselbe. Ich nehme mein Lasso-Tool, male um das Element, das ich gerne in meinem Planer haben möchte, tippe drauf, mache einen Screenshot, klicke oben rechts auf Kopieren und habe das an der Zwischenablage und packe das dann eben in meinen Planer, indem ich einfach da rein tippe. Dann erscheint dieses Menü, zumindest wenn ich im richtigen Menü bin. Also ich muss schon den Pinsel ausstellen. Und dann kann ich das auch wieder in meinen Planer packen, paste und dann habe ich es drin, croppe das, damit das schön, ja, ohne dieses ganze Weiß drumherum in meinen Planer gelangt und dann ist es eben drin und ich kann es beschriften. Thank you.
mit allen Elementen, die im Set sind, natürlich auch kreativ werden. Und so habe ich mir gedacht, dass ich hier mal die vier Herzen, die nebeneinander sind, nehme und die komplett gemeinsam umrande, einen Screenshot mache und die in meinen Planer übertrage. Dann habe ich so etwas wie ein Washi-Tape, vor allem wenn ich das dupliziere. Und das werde ich jetzt mal machen. Ja, ich kopiere das wieder in meinen Zwischenspeicher, gehe zurück in den Planer und packe das da rein. Ich schneide das eine Element, weil dann kann ich das gleich direkt duplizieren und die nebeneinander machen. Da ich jetzt gerade schon mitten da drin bin, wird der 9. Juli das nicht mehr erleben. Aber ich habe mir gerade so überlegt, dass ich ja in Zukunft die linke Seite für alles Private nehmen könnte und die rechte für alles, was mit dem Geschäft zu tun hat oder eben andersrum. Weil dann wären auch beide Seiten, hätten ihre Daseinsberechtigung und wären auch komplett ausgefüllt. Ne? Also so ist das alles so ein bisschen gemischt. Ja? Heute am 9. ist es eben noch ein bisschen gemischt. Aber so generell könnte man das so handhaben und ich denke, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was ich an dem digitalen Planer auch super finde, ist, dass ich ganz ohne Probleme noch Bilder einfügen kann, die ich mit dem Handy gemacht habe und die hier über die iCloud verfügbar sind. Und so komme ich dann einfach mal ganz schnell an meine Bilder. Ne? Ich habe hier zu Hause ein bisschen umdekoriert und habe ich gedacht, ja gut, das Bild könnte ich jetzt mal hier reinmachen. Aber ich kann natürlich auch noch sehr viel persönlichere Fotos hier reinmachen. Und was auch schön ist, ich schreibe dann einfach hier mit dem Stift hin. Also ich könnte das auch in verschiedenen Farben und Breiten tun. Und da kann ich mir das so gestalten, wie ich das möchte, mit verschiedenen Dingen. Also zum einen halt mit den Grafiken und zum anderen mit Fotos und im dritten Fall auch noch mit eigener Schrift. Ne? Also die kann ich auch noch tippen. Ja? Also ich muss nicht nur selber schreiben, ich kann das auch tippen, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen ordentlicher aus. Ja, wie auch immer, wie du auch immer das gestalten möchtest. Aber es gibt hier auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt gedacht, ich schreibe einfach noch mal ein paar Dinge hier rein, wie zum Beispiel Mahlzeiten. Ne? Kann ich natürlich Sticker für benutzen, muss ich aber nicht. Ich möchte nämlich noch einmal den Juli-Sticker verwenden, weil den möchte ich auf jeden Fall in meinem Planer drin haben. Aber alles andere ist dann vielleicht auch irgendwann zu überladen. Deswegen in der bekannten Art und Weise in die Zwischenablage kopiert, wieder rein und dann packe ich das noch oben links rein und dann weiß man auch, welchen Monat wir haben. So, nun ist mein Spread auch fertig. Ja, ich hoffe, dir hat unser Plan mit mir Video gefallen. Ich
glaube, das digitale Plan hat auch einige Vorteile. Zum Beispiel muss ich nicht das ganze Zeug mit mir rumschleppen. Ich brauche nur mein iPad und dann kann ich auch schon loslegen. Ja, vielleicht hast du Lust bekommen, das auch einmal auszuprobieren. Oder vielleicht bist du ja auch schon jemand, der immer mit seinem iPad plant. Das kannst du mir gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich interessieren. Ansonsten findest du alle Links in der Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und ich dich im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.